Regeln, das gibt es bei uns nicht. Europa zuerst, wenn du unsere Gesetze brichst, ganz schnell ins Gitter fährst. Perverse Polarifer, Doktoranden, die sich selbst zitieren, das macht man bei uns nicht. Europa zuerst, wenn du unsere Regeln brichst, dann wirst du abgesperrt. Team Europa fängt an. Genug, genug! Willkommen, willkommen zu Zack verloren, Europas genialster Gameshow. Na, wen haben wir denn heute zu Gast? Bitte Leute, einen riesen Applaus für unsere drei Kandidaten, Team Europa! Wie wir alle wissen, seid ihr zwar kein unbeschriebenes Blatt, Jungs. Aber bitte, stellt euch doch noch mal kurz vor, Burschen. Bitte, Team Europa! Aber gerne. Ich heiße Nick Fischer und ich komme aus Babylon City. Hi, ich bin Jesse Dinkel. Ich komme auch aus Babylon City. Lol. Und mein Name ist Lex Albuquerque. Wer es noch nicht weiß, zusammen sind wir das Team Europa. Okay, Jungs, dann mal los. Wie ihr wisst, stelle ich euch jetzt 10 Fragen, die ihr alle richtig beantworten müsst. Danach erwarten euch 10.000 Euro oder ihr könnt auf volles Risiko gehen und den heißen Hauptgewinn absahnen. Aber Vorsicht, wenn ihr auch nur eine Frage falsch beantwortet, heißt es wieder Zack verloren und ihr geht leer aus. Seid ihr bereit? Klar doch, schießen Sie los. Okay Jungs, wir steigen easy ein. Erste Frage. Wie heißt die Hauptstadt unseres schönen Europas? Lex, mit deiner Brille siehst du echt smart aus. Kein Problem, oder? Das ist einfach. Ich beantworte mit Babylon City, kurz BC. Unsere Heimat. Richtig! Das habt ihr ja toll gemacht. Weiter geht's. Die weiteren Fragen wurden zwar immer kniffliger, aber kein Problem für das Team Europa. Alle Fragen aus den Bereichen Metaphysik, Katalysatorchemie, Quantenmechanik, aber auch Sozialanthropologie meisterten die drei Freunde bravourös. Gesucht ist ein prismatischer Kristall aus der Klasse der Sulfate, welcher sich bereits mit einer Kupfermünze ritzen lässt. Zum Glück bin ich ein wenig bewandert, was Mineralkunde angeht. Die richtige Antwort lautet natürlich Krokoid. Das ist richtig! Und nun kommen wir zu der letzten, alles entscheidenden Frage. Gleich heißt es entweder Zack verloren! Oder der große Hauptgewinn könnte euch gehören. Entweder ihr fliegt raus oder ihr habt die Chance, alles zu gewinnen. Hier bei Zack verloren! Los geht's! Welche Lokomotive führte im Sommer 1978 den allsonntäglichen Güterzug von Rom über Paris nach Babylon City? Hersteller und Modellnummer sind gefragt. Lex schien die Antwort nicht sofort zu wissen. Er stieg nervös von einem Bein auf das andere und schaute letztendlich fragend in die Runde seiner Teamkollegen. Oh, da stehe ich jetzt echt auf dem Schlauch, Matrosen. Kleiner Tipp. Der Zug hatte damals Kaffee der Marke Schwarzer Moor geladen. Mit Zügen kenne ich mich aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Strecke von einer dieselhydraulischen Translok der Baureihe 523 bedient wurde. Das war ein Meisterstück der Lokomotivbaukunst.
Diese Diesellok hatte 8 Achsen, 2 separate Motoren mit doppelter Antriebswelle und 8000 PS. Die habe ich noch nie in freier Wildbahn gesehen, nur auf meinem Kalender zu Hause. Bist du dir auch ganz sicher? Wir haben ja keine andere Wahl, Matrosen. Wir müssen eine Antwort geben, sonst heißt es für uns, zack, verloren. Und wir werden nie wissen, was der Hauptgewinn war. Okay, wir sagen Translok Baureihe 523. Ihr seid so weit gekommen hierbei. Zack, verloren. Doch die letzte Frage war wirklich kniffelhart. Heißt es jetzt, zack, verloren für euch? Leider muss ich euch sagen, dass euch hier gleich die Entscheidung zwischen 10.000 Euro und der Chance auf den Hauptgewinn bevorsteht. Die Antwort ist richtig! Wow. Hurra! Hurra! Wow. Yeah, Mann. Wow. Jennifer, mein hübsches Kind. Jenny, komm her, Täubchen. Da kommt sie. Ist sie nicht eine Granate? Unsere Jen-Jen. Oder? Und was sie da in den Koffern vorbeibringt, Jungs, das kann ich euch verraten, ist ein Hit. In dem linken. Reich ihn mir mal rüber, Schätzchen. Sind 10.000 Euro. In dem rechten. Vielen Dank, Jenny Maus. Ich halt's kaum aus. Befindet sich etwas ganz Besonderes. Ein Schlüssel. Und um das näher zu erklären, habe ich die Ehre, einen ganz besonderen Gast heute hier bei Zack verloren auf die Bühne zu bitten. Privatier Prinz Eugen von Luxemburg-Hofmannsthal. Danke, Dankeschön. Die Ehre ist heute Abend ganz auf meiner Seite. Guten Abend, Babylon. Wissen Sie, bei Zack verloren wollte ich meinen Lebtag schon dabei sein. Prinz Eugen. Was haben Sie uns denn heute Schönes mitgebracht? Nun, Sie sind nicht nur Privatier, Sie sind auch Finanzier. Ich darf das doch hier so sagen, oder? Also bitte, stellen Sie Ihr letztes Projekt vor. Was haben Sie nun im Namen Europas finanziert? Nun, ich präsentiere Ihnen 15 Jahre Entwicklungsarbeit. Einen Prototypen. Das Automobil der Zukunft. Selbstredend, selbstfahrend steuert es sie sicher durch den dichtesten Rush-Hour-Verkehr Babylon Cities bis an die Grenzen Europas. Selbstverständlich verfügt das Gefährt über einen modernen Autocomputer. 320 PS, GPS-Controlling, Super HSG sowie natürlich alle L9-Systeme. Als erstes Fahrzeug Europas verfügt es über einen schadstoffneutralen Stickstoffmotor, fährt also mit reiner Atemluft. Gekühlte Getränke sowie ein Snackautomat befinden sich selbstverständlich mit an Bord. Ich präsentiere euch erstmals das Europacar. Das ist ja der reinste Wahnsinn! Das stellt selbst unsere Jenny in den Schatten. So, Jungs, jetzt liegt es an euch. Entscheidet ihr euch für die 10.000 Euro oder geht ihr das Risiko ein für diesen heißen Schlitten? Ihr wisst, der Hauptgewinn ist euch erst sicher, wenn ihr das Richtige von 47 Toren wählt. Denn nur hinter einem Tor befindet sich das Europacar. Denkt daran, nur ein Tor daneben und es heißt, zack, verloren! Wie entscheidet ihr euch? Das Team Europa steht vor einer kniffligen Aufgabe. Wie werden sie sich entscheiden? Mit den 10.000 Euro könnten sie endlich ihre Zentrale, das alte Piratenschiff, aufpolieren und sich eine eigene Joghurtbar einbauen. Aber ein selbstfahrendes Auto? Damit wären sie das Gespräch der ganzen City. Matrosen, ich glaube, ich weiß, hinter welchem Tor das Auto steht. Als ich vorhin Jenny hinterhergestarrt habe ich bemerkt, wie sie immer wieder zu Tor 23 hinübergelinst hat. Ich wette, dahinter steckt das Europacar. Bist du dir sicher? Mit 10.000 Euro könnten wir uns endlich den Traum von einer eigenen Einbau-Joghurtbar erfüllen. Ja, da hat er voll recht. Das wäre extrem cremig. Nein, ich bin mir sicher. Wir sind Team Europa. Das Europacar passt so gut zu uns wie Pirat Pete und die Penelope.
Urmeier, du hast recht. Schnappen wir uns die Kiste. Okay, Jungs. Legen wir los. Wir haben uns entschieden, wir möchten Tor 23 öffnen. Volles Risiko. Unter euren Studentenkappen stecken ja ganze Kerle. Ihr gefällt mir, Burschen. Dann wollen wir mal sehen, was Tor 23 zu bieten hat. Entweder heißt es, zack, verloren, oder Europa-Car für Team Europa. Jenny Herz, sei so lieb, öffne uns Tor 23. Was für ein Hüftschwung. Ein Wahnsinn. Das ist richtig! Ja! Hurra! Hurra! Super! Das Team Europa hatte mit ihrer Vermutung richtig gelegen. Was vorher noch niemand geschafft hatte, trat ein. Sie waren die ersten Gewinner in der jahrelangen Geschichte der Gewinnshow Zack verloren. Die Jungs schwebten auf Wolke 7. Und als ob es noch nicht genug wäre, lud der Privatier Prinz Eugen die Gewinner ein, ihn auf seinem großzügigen Anwesen zu besuchen.